Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich Sie schon wieder ein bisschen möglicherweise irritiert, dass ich Sie so begrüße. Grüß Gott, das ist die Grußformel der Gegend, aus der ich komme. Und das mache ich auch mit Absicht so, um so ein bisschen das Zeichen zu geben. Ich pflege auch diese Tradition bei uns zu Hause. Ich komme aus Schwaben, sagt man, wenn man sich trifft und wenn man irgendwo sich begrüßt, sagt man einfach Grüß Gott. Dann sind die dann zum Beispiel oben da in Flensburg ein bisschen irritiert, weil die sagen immer Moin Moin oder so, was ich als Schwabe dann, wenn es am Abend gesagt wird, gar nicht verstehe, weil Moin Moin am Abend ist ein bisschen merkwürdig. Ja, sehr schön, dass wir heute hier zusammen sind, dass es auch so ein schöner Raum ist. Ich freue mich da sehr drüber. Wir werden heute uns unterhalten über das Politische, aber ich mache das mal vielleicht so weg, dass ich das in die Hand nehme, weil dann kann ich ein bisschen rumlaufen. Das Thema, über das wir heute reden wollen, ist ein politisches Thema und das heißt, die Alternative für Deutschland macht Zukunft möglich. Und da gibt es ein Wort, ein Zitat von einem Literaten, Antoine de Saint-Exupéry, und der sagt, Zukunft soll man nicht beschreiben, Zukunft soll man möglich machen. Ich sage Ihnen, wenn man über die politischen Felder debattiert, muss man nicht nur die Zukunft beschreiben oder möglich machen, sondern man muss die Vergangenheit auch ein bisschen reflektieren. Was ist denn überhaupt in der Vergangenheit passiert? Denn in der Regel ist es so, wenn man die Vergangenheit analysiert, reflektiert, und zu einem Ergebnis kommt, dann kann man auch feststellen, wo es in der Zukunft notwendig ist, Veränderungen vorzunehmen und wo muss man rigorose Veränderungen vornehmen. Meine Damen und Herren, in Deutschland habe ich den Eindruck, und ich nehme an, Sie vielleicht auch, man muss ein bisschen in die Vergangenheit auch gehen. Und ich glaube, wir machen heute alles so ein bisschen im Schweinsgalopp. Haben Sie denn Lust, heute Abend ein bisschen über das Politische, auch über das Politische, was so im Keller liegt, mit mir hier heute zu debattieren? Wir denken, dass das so eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde geht. Und dann, ich weiß nicht, wie die Planung hier intern ist, aber meistens machen wir dann eine Pause für die Leute, die unbedingt eine Pause brauchen, weil sie vielleicht eine rauchen wollen oder so. Oder andere Bedürfnisse nachgehen wollen und dass man sich dann wieder trifft und dass man dann einen Debattenteil, das ist eigentlich oft auch der spannendste Teil dann innerhalb einer solchen Veranstaltung, wo man eine Debatte führen kann. Der Herr Pleger hat es ja schon angesprochen, Alternative für Deutschland. Das ist so gekommen, wir waren ja in der Wahlalternative 2013. Ich will das, was ich heute mit Ihnen mache, so strukturieren. Wir wollen ein bisschen über das, was die Alternative für Deutschland als Themen besetzt, reden. Dann wollen wir über die Gründe sprechen, warum wir doch so viele Verwüstungen in unserem Land haben, in Deutschland, aber auch in Europa. Das ist so ein kleiner chronologischer Ablauf über die linksideologische Indoktrination seit 70 Jahren. Denn das ist für mich der wesentliche Grund für die Situation, die wir hier in Deutschland haben. Und dann wollen wir ein bisschen ausblicken auf das, was sich verändern muss und wie es sich verändern könnte. Wir wollen auch ein bisschen mit einbeziehen, da tut sich ja gerade auch in den USA was ganz Erhebliches. Möglicherweise, da ist ja ein Wettstreit zwischen einer Frau Clinton und einem Herrn Trump. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf eine politische Situation hier in Deutschland oder in Europa. Und da sollten wir auch vielleicht ein bisschen drüber reflektieren. Und dann machen wir diese Debatte. Wahlalternative 2013 war ursprünglich eine Zusammenkunft. Wir haben uns über die Rettungsschirme des Euros zusammengefunden. 20.000 Leute, war eher eine Internetgeschichte. Ich wurde dann gebeten, dort als Landesbeauftragter und später auch im Bundesvorstand der Wahlalternative zu arbeiten. Und dann waren wir in Hannover bei der Niedersachsenwahl 2013. Und da hat der Herr Lucke, Sie kennen vielleicht den Herrn Lucke noch im Zusammenhang mit der Wahlalternative und mit der Alternative für Deutschland,
war auf der Liste für die, mit den Freien Wählern. Und dann haben wir festgestellt bei dieser Niedersachsenwahl, dass das nicht hinhauen wird. Man kann nicht mit diesen Parteienfragmenten zusammen eine Kooperation machen. Und dann war ich einer auch der Protagonisten, die dann im Kreise dieser 70 Leute gesagt haben, wir müssen eine neue Partei gründen, weil das, was wir verändern müssen, kann man nicht im Zusammenwirken mit den etablierten Parteien oder mit Parteienfragmenten machen. Und dann haben wir abgestimmt. Von den 70 Leuten, die in Hannover in dem Hotel waren, waren 68 Leute und sagen, jawohl, wir müssen eine Partei gründen. Zwei Leute wollten keine Partei gründen. Unter anderem der Herr Lucke, der wollte keine neue Partei gründen, der dann aber später dann immer rumgelaufen ist und gesagt hat, er ist Vater der Alternative für Deutschland und so weiter. Ich wurde dann beauftragt, den Namen zu machen und das Logo. Ich komme aus diesem Bereich, strategische Kommunikation für internationale Pharmakonzerne, 30 Jahre mit meinem Unternehmen. Und dann haben wir uns zurückgezogen, 2 Wochen, und dann haben wir am 7. Februar in Oberursel gegründet, im Kreise von 16 Leuten. Und da hatten wir ein paar Namensvorschläge, unter anderem Alternative für Deutschland. Glauben Sie, dass das einfach war, diesen Namen innerhalb dieser 16 Leute sozusagen mehrheitsfähig zu machen? Für Deutschland, das positioniert aber doch schon, verdammt. Das stellt uns doch schon in eine bestimmte politische Ecke. Glauben Sie, dass das problematisch war? Das war so problematisch, dass wir nach 3 Stunden Diskussion einen Kompromissvorschlag ermüdet angenommen haben, der eingebracht wurde von Adam und Lucke. Wir nennen es dann Alternative für Deutschland und Europa. Ja, weil für Deutschland einfach zu politisch positionierend. Wir haben uns dann bemüht, mit 3 Leuten, die da im ersten Bundesvorstand waren, diesen unsäglichen Namen Alternative für Deutschland und Europa wieder zurückzunehmen, um dann letztlich doch Alternative für Deutschland durchzusetzen. Gott sei Dank ist das gelungen. Es muss positionieren, meine Damen und Herren, denn für Deutschland. Es gibt keine Partei in Deutschland, die explizit und dezidiert sagt, wir wollen Politik machen für Deutschland. Das ist überhaupt nicht vorstellbar in Frankreich oder in Italien oder in Spanien. Eine Partei für Spanien, gar kein Problem. Aber in Deutschland, das hat natürlich Gründe. Über die Gründe werden wir nachher auch noch zu sprechen kommen. Aber man merkt natürlich schon, dass das verdammt vermintes Gelände ist, in dem wir hier uns bewegen. Und wir haben dann, nachdem wir gegründet hatten, uns zusammengesetzt hauptsächlich, und den Namen sage ich auch gerne, Axel Hahn, der war 8 Jahre im Abgeordnetenhaus in Berlin, der hat sich bei mir eine Woche einquartiert. Und dann haben wir die politischen Felder beschrieben, die die Alternative für Deutschland abdecken sollte. Natürlich, einer der ursprünglichen Ansätze der Alternative für Deutschland war natürlich, sind die Rettungsschirme. Dieses unsägliche Euro-Währungsexperiment. Und die Rettungsschirme, die ganz klar gegen Treu und Glauben, gegen Recht und gegen die Verträge gemacht wurden, das ist natürlich eine politische Fokussierung der Alternative für Deutschland gewesen. Dass ein solches EU- bzw. Euro-Konstrukt nicht funktionieren kann, das sagt jeder, hat jeder Volkswirtschaftler gesagt, das kann nicht funktionieren. Solche unterschiedlichen Volkswirtschaften, die so unterschiedlich leistungsfähig sind, können nicht eine einzige Währungsunion bilden. Warum nicht? Weil einer der wesentlichen Korrektive einer Währung oder einer Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft ist die Möglichkeit, abwerten zu können. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann wertet man seine Währung ab und dann hat das natürlich ein bisschen negative Folgen für die Bevölkerung, aber die Volkswirtschaft als solche gewinnt wieder ihre Wettbewerbsfähigkeit zurück und kann wieder am Markt operieren. Wenn aber die Möglichkeit wegfällt der Abwertung, gibt es im Grunde nur noch 2 Möglichkeiten, nämlich erstens die interne Abwertung. Das bedeutet, dass
die Löhne um 20-30% reduziert werden müssen. Das können Sie nicht durchhalten und durchführen. Sie können nicht in Italien und in Frankreich die Löhne um 20-30% reduzieren, um sozusagen wieder Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Unmöglich. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Frage, welches Staatsform wollen wir bewahren? Welche Staatsform? Das klingt ein bisschen banal. Naja, die repräsentative demokratische, die repräsentative parlamentarische Demokratie. Haben wir die denn noch? Repräsentative parlamentarische Demokratie, haben wir die? In dieser Europäischen Union-Konstruktion? Haben wir die? Wir haben sie nicht. Wenn das Prinzip der Demokratie, one man, one vote, wenn das nicht eingehalten ist, wenn 10 deutsche Stimmen im Europäischen Parlament eine Malteser Stimme Gewichtigkeit hat, 10 deutsche Stimmen, eine Luxemburger Stimme, 6 deutsche Stimmen, eine polnische Stimme. Man kann hier nicht von einer Demokratie sprechen, die sozusagen jedem Menschen, jedem Wahlbürger ein gleiches Stimmgewicht zuordnet. Über solche Fragen haben wir uns debattiert. Dann haben wir Fragen gestellt, wer zur Hölle braucht ein solches EU-Konstrukt, wo 60.000 Systemlinge sehr hohe, im Schnitt 40% höhere Gehälter als in den einzelnen Nationalstaaten haben, mit einer gänzlich anderen, viel günstigeren Besteuerung. Wer braucht das? Und wir haben die Frage gestellt, welche EU wollen wir grundsätzlich haben? Ist die EU, so wie sie beschaffen ist, nicht eher ein Weg dahin, dass die Nationalstaatlichkeiten immer stärker zurückgedrängt werden und die nationalen Identitäten zerstört werden, um irgendwann mal gleichartig im Wohlstandsniveau zu einer Konstruktion zu kommen, die da heißt Bundesstaatlichkeit Europa. Nur wer will das, meine Damen und Herren? Und wie soll das gehen? Soll das wieder ohne Beteiligung des Souveräns, sprich von uns Wahlbürgern, von uns Bürgern, soll das so funktionieren? Das kann so nicht funktionieren. Welche EU wollen wir haben? Soll das so funktionieren, dass die Exekutive, nämlich die Staats- und Regierungschefs, also die Exekutive der einzelnen Nationalstaaten, regelmäßig zusammenkommen, Krisenmanagement machen, Entscheidungen treffen und die nationalen Parlamente diese Entscheidungen der Exekutivführung sozusagen nur noch abnicken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der ESM-Vertrag. ESM-Vertrag, kennen Sie? European Stability Mechanism. Ein 500 Seiten umfassendes Vertragswerk. Ausgearbeitet von einer englischen Law Firm in englischer Sprache. Die Frau Merkel geht nach Fontainebleau, neben dem guten Essen dort, debattieren sie diesen ESM-Vertrag. Merkel sagt, ja, machen wir. Die anderen sagen auch, ja, machen wir. Dann wird dieses Werk 36 Stunden später eine parlamentarische Debatte im Bundestag anberaumt, wo die Abgeordneten 3 Stunden vorher diese 500 oder wie viele Seiten auch immer in englische Sprache bekommen und 3 Stunden später wird die Debatte geführt und eine Stunde später heben sie die Hand hoch und sagen, jawohl, den ESM-Vertrag machen wir. Das ist keine repräsentative parlamentarische Demokratie. Da fehlt alles, was eine Demokratie ausmacht, nämlich die Checks and Balances. Die Beteiligung aller demokratischen Institutionen an solchen wirklich die Generationen betreffenden Verträge, die muss man einbeziehen. Man kann nicht einfach als Exekutive unter Zuhilfenahme von willfährigen Legislativen bei Abgeordneten solche Verträge durchmachen, die das Potenzial haben, ganze Nationalstaaten
auf Generationen hin zu verschulden. Und wenn man da mal reinschaut in diesen ESM-Vertrag und man sieht, wie undemokratisch das strukturiert ist, dass es da Gouverneure gibt, die Immunität genießen, dass nichts von den Entscheidungen bekannt gegeben werden darf, dann sage ich Ihnen, sind wir nicht mehr im Rahmen einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Das ist eine Form von Politfeudalismus, der letztlich von oben herab dekretiert, was zu geschehen hat, und wir Bürger haben es hinzunehmen. Weil nämlich unsere Treuhänder unserer Souveränitätsrechte, nämlich die Abgeordneten, ihrer Verpflichtung, diese Souveränitätsrechte treuhänderisch zu verwalten, nicht nachkommen. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie kommt das? Und das hat natürlich mit unserem parlamentarischen System zu tun. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich einer mit 16 oder 17 entscheidet, ich gehe in die Junge Union. Oder zu den Jusos. Oder zu den Julis. Und dann überlegt er sich nach dem Abitur, ich studiere mal Jura. Dann habe ich genügend Zeit, um meine politischen Netzwerke zu knüpfen. Und dann reiche ich 4 Jahre lang die Schnittchen auf irgendeinem Kreisparteitag. Irgendwann mal trage ich den Koffer von einem Landtagsabgeordneten mit 27, 28, kriege ich vielleicht mal ein Kommunalmandat, wo ich dann vielleicht sogar schon mal in den Aufsichtsrat von der Sparkasse komme, wo ich ein paar hundert oder vielleicht auch mehr als ein paar hundert Euro bekommen kann. Und wenn ich bis dahin schön willfährig war, im Sinne der Parteiführung, dann habe ich die Chance, auf eine Liste zu kommen für einen Landtag oder für einen Bundestag, wenn ich dann so 35 bin. Bis er da war, ist er 5-mal inhaliert, rund gelutscht und wieder ausgespuckt, meine Damen und Herren. Und dann verlieren die natürlich ihre Verpflichtung, unsere Souveränitätsrechte zu verteidigen, sondern sie verteidigen ab dem Moment, wo sie im System sind, nur noch die Möglichkeit, beim nächsten Mal wieder an die Töpfe und an die Pfründe zu kommen. Und so ist es zu verstehen, dass dann bei einer so entscheidenden Debatte, beispielsweise ESM-Vertrag, die Leute nach 1,5 Stunden die Hand hochheben und sagen, das machen wir. Also muss man daraus ableiten, die wirklich Mächtigen in diesem System sind die 2, 3 Parteiführer einer Partei mal 5, das sind 10, 15 Mann. Das ist der neue Feudalismus, meine Damen und Herren. Das ist keine repräsentative parlamentarische Demokratie. Das haben wir zum Beispiel beschrieben. Daraus haben wir natürlich Folgerungen gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht über Resettings des Parlaments. Wir haben dieses entscheidende Phänomen, direktdemokratische Strukturen, direktdemokratische Methoden und Instrumente in das Politische einzuführen, nach Schweizer Vorbild. Das war eine dieser zusätzlichen Forderungen, die ganz erheblich sind. Und über diese Phänomene können wir vielleicht nachher in der Debatte, wenn wir miteinander diskutieren, noch mal ein bisschen reden. Das heißt, die Oberhoheit der Exekutive, sprich Merkel und ihre Entourage, die machen im Sinne eines Krisenmanagements, und das Krisenmanagement in Europa ist der Standard, meine Damen und Herren. Das ist nicht ein Sonderfall. Der Euro ist nur ein Sonderfall. Krisenmanagement ist der Standard. Wir sehen es ja jetzt schon wieder auch bei der Zuwanderungsproblematik. Es ist die Krise, 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 Krise. Und die Exekutive entscheidet immer. Das heißt, die Verträge sind alle durch die Bank, sowohl im Euro-Bereich wie im EU-Bereich, reihenweise gebrochen worden. Das heißt, die Rechtskultur ist so nachhaltig gestört, dass im Grunde das Wesentliche unserer Demokratie, ja sogar unserer Kultur und unserer Zivilisation, schlecht aussieht momentan. Die Europäische Union wird so im Grunde zu einer Zwangsgemeinschaft des permanenten Krisenmanagements. Wir haben eine Haftungsunion,
was ausgeschlossen war in den Verträgen. Wir haben eine Transferunion, was ausgeschlossen war in den Verträgen. Wir haben eine Sozialunion, worüber wir gerade debattieren im europäischen Raum. Sie wissen, was Sozialunion bedeutet. Die Beiträge der deutschen Arbeitnehmer in die Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung wird vergemeinschaftet. Das heißt, die deutschen Beiträge in der Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, kommt dann möglicherweise den französischen oder italienischen Arbeitslosen zugute. Wenn man ein gut Mensch ist, kann man sagen, ja, ist doch gut. Wenn man ein bisschen böser denkt, denkt man, warum? Warum kommen denn die nie auf die Idee, zum Beispiel eine Rentenunion zu machen? Weil davon könnten wir profitieren. Weil unsere Rentensituation und unsere Demografie sieht so aus, dass wir von einer europaweiten Rentenunion wunderbar profitieren würden. Darüber wird natürlich nicht debattiert, meine Damen und Herren. Sie sehen, Transferunion, Bankenunion, Sozialunion führt stringente in eine Armutsunion der gesamten Europäischen Union. Im Grunde das Vorspiegeln einer Sozialstaatsillusion. Das können wir auf Dauer nicht leisten, dort als Hauptfinanzier einer solchen Sozialstaatsillusion zu figurieren. Im Grunde, was die Europäische Union darstellt, ist eine Form von administrierter Gleichmacherei. Denn das ist auch der eigentliche politische Hintergrund. Das relativ höhere Wohlstandsniveau der deutschen Gesellschaft soll sukzessive abgeschleust werden in ein Wohlstandsniveau, was vergleichbar ist mit den Rotweinstaaten, den Südstaaten. Weil dann, wenn überall die gleiche Wohlstand vorhanden ist oder vorläufige Armut, sind die Leute vielleicht geneigt zu sagen, boah, jetzt haben wir aber viele Probleme, die können wir nur noch lösen, wenn wir einen Bundesstaat Europa machen. Verstehen Sie? Das ist die Strategie der politisch Mächtigen hier innerhalb der europäischen bzw. auch der deutschen Politik. Glauben Sie, dass das übertrieben ist, was ich sage? Das ist die Entwicklung, meine Damen und Herren, seit 20 Jahren. Aber dass man in einer solchen politischen Situation das nur erreichen kann, indem man nachhaltig jeden Form von Vertrag bricht, indem man jedes Recht bricht, beispielsweise Europäische Zentralbank. Ganz klare Forderung, Europäische Zentralbank darf nicht Staatsfinanzierung betreiben. Ja, was glauben Sie, was Draghi seit 5 Jahren macht? Es ist Staatsfinanzierung, meine Damen und Herren. Und diese Staatsfinanzierung wird dazu führen, dass die Staaten ihre hohen Verschuldungsquoten immer weiter ausbauen. Und auf wessen Kosten? Auf die Kosten der Leute, die 40 Jahre lang geschuftet haben, um ein kleines Vermögen sich zurückzulegen für ihr Alter. Kleines Vermögen. Ich rede nicht von Millionen. Ich rede von 50.000 Euro. 40 Jahre erspart. Bei einer Verzinsung von 3% sind das 1.500 Euro pro Jahr. Das sind 150 Euro pro Monat, die ich auf die Rente obendrauf bekomme bei 3-4% Verzinsung. Und das hält mir ein bisschen meinen Standard sozusagen in dem Level, den ich dann gewohnt war. Wenn ich aber eine Nullzinspolitik habe, weil ich Geld drucken muss, weil sonst der Staat nicht mehr finanzierbar ist, und ich vielleicht sogar in einen Negativzins komme, dann beraube ich die bürgerlichen Schichten, die 40 Jahre lang geschuftet haben, meine Damen und Herren. Und das ist für mich ein politisches Verbrechen, so zu operieren. Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Wir debattieren Bargeldverbot, meine Damen und Herren. Jeder sagt, naja, oder viele sagen das, ist doch bequem, man kann doch die Karte zeigen. 500-Euro-Scheine werden schon abgeschafft. 200-Euro-Scheine wird schon debattiert, ob man sie abschaffen soll. In Frankreich haben wir schon ein Bargeld-Höchstverordnung von 1.000 Euro. 1.000 Euro.
Über 1000 Euro muss nachvollziehbar über Karte oder Transaktion per Bank sein. Mit anderen Worten, das Bargeld abschaffen, was bedeutet das? Zwei Dinge. Den total gläsernen Bürger, weil dann kann ich nämlich, wenn ich Alkoholiker bin und ich eine Kur hinter mich gebracht habe und irgendwann mal wieder anfange, meinen Schnaps halt zu kaufen, dann weiß die Krankenkasse, ein halbes Jahr später, der kauft sich schon wieder Schnaps und dann kommt sie und sagt, pass auf, alles, was aufgrund deines Alkoholabuses dir passiert, wirst du ausgesteuert aus der Krankenkasse. Oder wenn ich Diabetiker bin und zu viel Süßes kaufe, nur als Beispiel. Aber das sind... Das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt volkswirtschaftliche, währungstheoretisch Hochrechnungen, dass ich, wenn ich Bargeld abschaffe, den Negativzins bis auf etwa eine Größe von 4,5-5% Negativzins hochziehen kann. 5% Negativzins bedeutet, dass Sie nach 10 Jahren die Hälfte ihrer Sparvermögens an den Staat abgedrückt haben. So. Und aus diesem Grund muss vorher das Bargeld abgeschafft werden, damit die Leute, wenn so etwas kommt, eben ihr Geld nicht aus der Bank rausholen und unter das Kopfkissen legen. Das sind alles die Hintergründe, meine Damen und Herren. Darüber muss man debattieren, meines Dafürhaltens. Wir haben den Weg aufgezeigt, Stabilitätskultur, ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken, halbe Stunde haben wir jetzt schon. Meine Güte, die Zeit rast. Stabilitätskultur des Geldes. Das ist für uns Deutsche etwas ganz Wichtiges. Was wir mit der Einführung des Euros verloren haben, das können sich die wenigsten Leute eigentlich nachvollziehen. Nach dem Zusammenbruch, Drittes Reich, sind wir wieder in wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gekommen. Also der Wiederaufbau ist relativ zügig vonstatten gegangen. Und dann hatten wir eine sehr vernünftig und zielorientiert operierende Bundesbank. Die hat als oberstes Prinzip gehabt, die Erhaltung der Geldwertstabilität. Das ist für einen Volk, für eine Gesellschaft, die innerhalb eines Jahrhunderts zwei Währungsreformen erlebt hat, ein ganz wesentlicher Anteil. Und in Verbindung der Geldwertstabilität der Bundesbank und der Einführung eines ganz genialen gesellschaftspolitischen Systems und Modells, nämlich der sozialen Marktwirtschaft. Das war sozusagen eine neue Form von Gesellschaftsvertrag, meine Damen und Herren, nach dem Zusammenbruch. Basierend, sage ich gerne, weil ich sollte mal Priester werden, basierend auf der katholischen Soziallehre. Soziale Marktwirtschaft, was ist das? Wir alle reden von sozialem, was ist das im Wesentlichen, im Kern? Was ist die soziale Marktwirtschaft? Das ist die Idee, dass Produktivitätsfortschritte einer Volkswirtschaft, die regelmäßig, wenn sie wettbewerbsstark ist, regelmäßig diese Produktivitätsfortschritte erreichen kann, auf alle Gruppen der Gesellschaft verteilt werden. Die Renten haben etwas bekommen von diesen Produktivitätsfortschritten. Die Kinder haben etwas bekommen, weil die Bildungseinrichtungen verbessert wurden, die Bildungsausstattungen. Die Arbeitnehmer haben etwas bekommen aus diesen Produktivitätsfortschritten und die Arbeitgeber, Kapitalgeber, haben natürlich auch etwas bekommen aus diesen Produktivitätsfortschritten. Also es war eine gewisse Verteilung. Und wenn das gleichzeitig mit einem stabilen Währung ist, dann sind das wirklich reale Wohlstandsfortschritte. Haben wir denn heute noch eine soziale Marktwirtschaft, meine Damen und Herren? Nein, es ist komplett verwüstet. Allerdings, hier muss man sagen, hauptsächlich durch die sozialdemokratisch-grüne Koalition. Wer profitiert denn heute von Produktivitätsfortschritten? Wer? Internationale Finanzindustrie und internationale Großkonzerne, eine der Profiteure. Und die zweiten, die auch profitieren, ist der Staat. Durch immer höhere Abgaben, durch immer höhere Steuern. Die Menschen, die in den werteschaffenden Milieus sind, die arbeiten gehen, die schuften gehen, haben im Grunde keinen Anteil mehr an diesen Produktivitätsfortschritten. Wir haben seit 2000, und heute haben wir 2016,
eine Haushaltsnettoeinkommenssituation inflationsbereinigt von 104, also Index 4, also 4%, 4,5% gestiegen in 16 Jahren. Der inflationsbereinigte Zuwachs an Einkommen, das ist nada, das ist gar nichts. Wenn Sie da jetzt die Gegenrechnung machen, wie hoch der Staat seine Steigerungsraten im Steuerbereich hat und das dagegen rechnen, dann wissen Sie, dass der Staat einer der Hauptverzehrer dieser Produktivitätsfortschritte ist. Das heißt, wenn wir mit dem Abgabe unserer Autonomie der Geldwertstabilität, was erforderlich war durch die Akzeptanz dieses Eurosystems, haben wir aufgegeben im Grunde das Grundvertrauen in die gesellschaftliche Stabilität und in die wirtschaftliche Stabilität. Wir haben im Grunde das Problem, dass die Sparbereitschaft, die Sparquoten reduzieren sich, dass die, im Grunde kann man sagen, der Euro ein System ist, wo unsere Exporterfolge, die ja nach wie vor da sind, im Grunde dazu benutzt werden, um mit den Spareinlagen der Sparer diese Exporterfolge zu finanzieren. Stichwort Target-2-Salden. Kennen Sie Target-2-Salden? Das sind die Salden, wenn zum Beispiel ein deutsches Unternehmen nach Spanien liefert, 5 Millionen Euro, dann schreibt die spanische Nationalbank der Bundesbank ein Guthaben, eine Forderung für die Bundesbank von 5 Millionen auf. Da fließt kein Geld zwischen diesen beiden Banken. Und das war immer eine Größenordnung, diese Target-2-Salden, also interner Verrechnungsmodus. Die Deutschen hatten immer so Forderungen in Höhe von 40, 50 Milliarden. Mittlerweile sind wir dabei 820 Milliarden. 820 Milliarden. Er sagt gerade, das sehen wir nie wieder. Sie haben recht. Wenn irgendwas mit dieser Währung passiert, dann muss die Deutsche Bundesbank das als nicht einbringliche Forderungen glattstellen und dann muss die Deutsche Bundesbank rekapitalisiert werden. Was glauben Sie, durch welche Gelder wird das rekapitalisiert? Durch Spareinlagen, durch Immobilien, Zwangsanleihen etc. 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 Es ist gar nicht mehr anders vorstellbar. Gut, ich will jetzt nicht darüber debattieren, was muss eintreten, dass zum Beispiel diese Situation kommt, nämlich dass die Währung zusammenbricht. Es gibt da schon ein paar interessante Szenarien, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Im Grunde ist das, was wir hier feststellen müssen im Zuge dieser europäischen Konstruktion, der EU-Konstruktion und des Euros, im Grunde ist das etwas, was die Mittelstandsgesellschaft in ihrem Kern und in ihrem Fortbestand bedroht. Können Sie das nachvollziehen? Das ist genau das. Das ist jetzt sozusagen die wirtschaftspolitische Sicht der Dinge. Zum politischen Sicht der Dinge kommen wir gleich. Wir haben dann innerhalb dieser Themenbesetzung, weil es ja immer hieß, die Alternative für Deutschland ist eine Einthemenpartei, also nur Euro, dann nur EU, dann irgendwann mal nur Islam, dann irgendwann mal Zuwanderung und Flüchtlinge. Sie merken allein schon an der Tatsache, dass wir schon 4, 5 Themen jetzt angesprochen haben, die Alternative für Deutschland ist natürlich alles andere als eine Einthemenpartei, sondern wir gehen an den Kern dessen, was in diesem politischen System an Verwüstungen herrschen. Und der nächste Ansatzpunkt ist zum Beispiel, wir haben uns die Frage gestellt, braucht es so etwas wie eine Leitkultur in Deutschland? Braucht es sowas? Ich erinnere, das war alles noch vor der Zuwanderungsproblematik, dass wir das debattiert haben. Aber auch da hat sich natürlich schon abgezeichnet, dass Integration, wie wir immer glauben, und wo sehr hohe Investitionen auch getätigt wurden, vielleicht nur mangelhaft funktioniert und vielleicht haben wir zu akzeptieren, dass es so etwas wie Parallelgesellschaften gibt, dann sage ich Ihnen, diese Begrifflichkeit Parallelgesellschaft, das ist noch ein Euphemismus,
weil ich glaube, dass sich aus diesen Parallelgesellschaften relativ rasant veritable Gegengesellschaften entwickeln werden, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich ein extremes Problem, beziehungsweise ein Thema, über das eine politische Partei zu diskutieren hat innerhalb der Öffentlichkeit. Tun das die anderen? Das tun sie nicht. Sie ignorieren im Grunde essentielle politische Themata, die in einer Gesellschaft einfach diskutiert werden müssen. Weil es ja zu Mehrheitsentscheidungen kommen muss, ob wir das akzeptieren. Woran liegt das denn überhaupt, dass wir hier von Parallelgesellschaften und drohenden Gegengesellschaften sprechen? Es liegt, meine Damen und Herren, daran, dass wir eben in der Masse Menschen haben, die Migrationshintergrund haben oder aus Ländern kommen, die jetzt reinkommen hier nach Deutschland, warum auch immer, kommen wir nachher nochmal dazu, die ihre Herkunftskultur für wertvoller halten als die hiesige Kultur. Und allein diese Feststellung muss uns dazu zwingen, dass wir eine Definition erarbeiten, was ist Leitkultur und worauf bestehen wir, wenn wir hier ein gedeihliches Miteinander und ein gedeihliches Zusammenleben haben wollen. Es kann nicht angehen, dass wir sozusagen diejenigen, die hierher kommen in die Gesellschaft, ihre Herkunftskultur für viel, viel wertvoller halten und alles ablehnen, was in dieser hiesigen abendländisch, christlich, jüdisch aufgeklärten Gesellschaft als Grundlage dient und abgelehnt wird, mit Ausnahme der Sozialtransfers. Das kann nicht angehen. Wir haben dann so Demografie abgearbeitet. Demografie, diese Entwicklung, das ist eine relativ einfache Mathematik, hat was mit Fruchtbarkeitsraten zu tun. Das läuft nicht gut. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass unser Wohlstand und unser Rentensystem und unser Sozialsystem natürlich darauf aufgebaut ist, dass wir, Sie kennen das alle, einen Generationenvertrag haben. Die erwirtschafteten Renten heute, hier aktuell, die kommen den jetzt lebenden Alten zugute. Nur wenn die Menschen zu wenig Kinder haben, dann werden die Menschen, die keine Kinder haben, auch keine Rente haben. Das ist im Grunde eine relativ einfache Sache. Und das kann man auch nicht ganz so einfach, wie wir es ganz vor kurzem debattiert haben, innerhalb unserer Parteiführung, durch eine Veränderung des Rentensystems, in dem wir jetzt auch Selbstständige und Beamte mit einzahlen lassen, das springt meines Dafürhaltens viel zu kurz. Wir müssen zu einer Reorganisation unseres kompletten Sozialsystems und unseres kompletten Rentensystems kommen. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir mit Methoden, mit Programmen auch wieder genügend zukünftige Beitragszahler, wenn wir schon in diesem System der generationsübergreifenden solidarischen Gemeinschaft leben wollen, dass wir auch genügend Kinder haben. Schauen Sie, heute eine Zuwanderung, die Geschenke, die wir haben und bekommen. Frau Göring-Eckardt hat ja gesagt, das sind Geschenke. Diese Zuwanderung kosten 1800 Euro, 1600 Euro pro Monat. Wahrscheinlich lebenslang, weil sie wahrscheinlich gar nicht richtig integrierbar in unsere Arbeitsprozesse sein werden, in der Masse. Sagen wir mal 1600 Euro. Wenn wir nur die Hälfte dieses Betrages in Familienförderung investieren würden, nur die Hälfte, 800 Euro, was glauben Sie, was los wäre in den deutschen Ehebetten? Macht ja nichts. Offensive Familienpolitik. Ich habe immer, sagen wir mal, wenn wir so in unserem Kreis, Arbeitskreisen reden, ich verfolge ein System. Das ist noch nicht endgültig hundertprozentig durchgerechnet,
Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das in die Programmatik der AfD mit einzuschleusen imstande bin. Ich bin der Auffassung, wir verteilen heute beispielsweise im Bereich der Familienförderung, Kindergeld, egal, völlig egal, nach Qualifikation die Gelder. Und dann gibt es Familienkreise, Familiengruppierungen, eher Bestandteil der Parallelgesellschaften, die haben 5, 6 Kinder, 7 Kinder. Und die sozusagen anderen Teilgesellschaften, die können sich vielleicht knapp 1,3 Kinder leisten. Wir müssen auch in der Sozialpolitik wegkommen von der Gießkanne und von dem Wieselwort soziale Gerechtigkeit. Weil unter sozialen Gerechtigkeit können Sie alles subsumieren. Wir dürfen nicht in einen Wettbewerb kommen, wir teilen noch mehr Benefizien und noch mehr Wohltaten aus, sondern wir müssen ganz klar strukturieren, wem nutzt es. Wir müssen das Prinzip und den Primat, was nutzt Deutschland und der deutschen Gesellschaft am meisten. Und dieses Prinzip, von dem ich gerade spreche, besteht darin, dass ich sage, es wäre schön, wenn wir aus Gebildeten, und gebildet meine ich auch handwerklich gebildeten Menschen, nicht nur akademisch gebildete Menschen, wenn wir dort höhere Anteile, also größere Familien hätten. Und dieser Ansatz heißt, ein Kind auf die Dauer von 20 Jahren 30% weniger Einkommensteuer. Zwei Kinder 60% auf die Dauer von 20 Jahren. Drei Kinder 90% weniger Steuer. Weil dann könnten wir über diese Steuerungsfunktion im Grunde Kinderreichtum bekommen, die eine relativ hohe Chance haben, dass sie als produktive Menschen unser System, sprich die Solidarsystematik der älteren Menschen, einzahlen und weiter betreiben können, dieses System. Das ist so ein Ansatz. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber wir arbeiten dran. Wir haben dann über so Energiepolitik und die mittleren Unternehmen, die durch diese Energiepolitik sehr stark in Gefahr geraten, debattiert. Lassen wir jetzt mal Sicherheitsaußenpolitik, auch sehr interessanter Ansatzpunkt und Ansatzpunkte. Lassen wir jetzt auch mal. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir schon 50 Minuten. Ich bin heute ein bisschen plauderig aufgelegt, aber noch haben Sie, geben Sie mir den Eindruck, dass ich Sie nicht langweile, sondern dass es Spaß macht. Dankeschön. War kein Fishing for Compliments. War kein Fishing for Compliments. Was ist das? Wir verlassen jetzt diesen Bereich der ursprünglichen Themen der Alternative, nicht nur der ursprünglichen, sondern auch der zukünftigen Themen. Wir wollen uns jetzt einem weiteren politischen Feld nähern, nämlich was ist die Begründung und was sind die Gründe für diese Verwüstungen in unserem politischen Raum? Denn alles das, was wir vorher besprochen haben, sind ja Indikatoren für Verwüstungen gewesen. Was ist das, was uns zusammenhält? Wir haben vorher darüber geredet, die Europäische Union ist ein Konstrukt, was die Nationalstaatlichkeit gefährdet, abbaut oder vielleicht sogar zerstört. Was ist das? Warum ist das so gefährlich? Warum ist das eine Verwüstung? Was ist das, was uns zusammenhält? Es ist das Gefühl von Gemeinschaft. Wir gehören zusammen. Das ist natürlich etwas sehr Individuelles. Ich zum Beispiel fühle mich als Teil dieser deutschen Gesellschaft, weil ich seit meiner frühesten Jugend mich mit politischer Philosophie, mit Literatur, Theologie und so weiter beschäftigt habe. Andere machen andere Sachen. Die laufen gerne in der Natur und sehen das, was in der Natur ist. Und das gibt dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit. Worüber wir reden, ist die Begrifflichkeit Heimat, meine Damen und Herren. Das ist eigentlich das, was die Menschen zusammenhält. Was der Mensch, wenn er jung ist, durchdringt.
was er aufnimmt und was ihm auch eine Sicherheit gibt in seiner Selbstreflexion. Er macht sich sozusagen die Heimat zu seinem Proprium, und das wird in der Philosophie und in der Psychologie als ein elementarer Bestandteil des Menschen, der erwachsen wird, gesehen. Was ist Heimat? Man kann es auch ein bisschen gescheithaferlich, verstehen Sie das? Das war schwäbisch, gescheithaferlich definieren. Kulturanthropologie sagt die Trinität von Gemeinschaft, Raum, Territorium und Traditionen. Das ist nationale Identität. Und es ist ein UN-Menschenrechtscharta, Menschenrecht. Diese Trinität, Gemeinschaft, also Nation, Volk, Raum und Traditionen. Gegen jeden Angriff und gegen jede Zerstörungsabsicht fremder oder interner Kräfte zu verteidigen. Das steht in den UN-Menschenrechtscharta. Aber man muss überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass das gefährdet ist. Und ich sage Ihnen, wir von der AfD, ich denke mal, die meisten hier sind von der AfD, aber auch gerne Interessierte, wir sind sozusagen die bürgerliche Avantgarde, die diesen Parameter der Heimat und der Nation mit in das politische Kalkül nimmt. Wir haben keine politischen Parteien mehr, für die die Heimat und diese nationale Identität ein Parameter des politischen Tuns darstellt. Und deshalb sind wir so unique und so solitär, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir immer mehr werden und mehr werden, weil wir als bürgerliche Avantgarde gegen diese etablierte Politik, die diese Phänomene nicht akzeptieren will, nein, sogar hinter Transparenten hinterherlaufen, wo draufsteht, Deutschland verrecke oder Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Und das sogar eine Vize-Bundestagspräsidentin, die ist aufgewachsen 10 Kilometer neben meiner Heimatstadt. Das ist meine Lieblingstante, das sage ich Ihnen. Diese Aberkennung des wesentlichen Ansatzes nationale Identität durch die etablierte Politik ist eine gewisse Form von Dekonstruktion unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Das geht schon 70 Jahre lang so, weil sie im Wesentlichen eine linksideologische Indoktrination darstellt. Und das möchte ich Ihnen im Rahmen so einer kleinen chronologischen Aufaddition einfach mal erläutern. Wir hatten nach dem Zusammenbruch Re-Education. Kennen Sie den Begriff noch? Umerziehung war eigentlich ein Entnazifizierungsprogramm. Da kann man ja noch sagen, okay, das ist historisch notwendig möglicherweise, dass man die Führenden eines solchen faschistischen, autoritären, totalitären Systems sozusagen versucht zu identifizieren und die Auswirkungen sozusagen zu heilen. Wer hat an dieser Re-Education-Programmatik mitgearbeitet? Da waren sehr viele aus der Frankfurter Schule dabei. Haben Sie schon mal gehört, Frankfurter Schule? Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm und so weiter. Die waren in Frankfurt und sind 1931, 32 zum Teil an die Ostküsten-Universitäten in den USA emigriert. Und die wurden damit einbezogen in diese Ausarbeitung, diese Re-Education. Und da gibt es einen Vize-Außenminister, ein Herr Archibald MacLeish, der war der Verhandlungsführer der Amerikaner bei der Potsdam-Konferenz. Und der hat gesagt, ich zitiere das jetzt wörtlich, wenn ich schnell finde, der hat gesagt,
bei dieser Potsdam-Konferenz. Das Ziel der Re-Education ist es, wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen. Es ist das Ziel der Umerziehung, den Charakter und die Mentalität der deutschen Nation zu verändern, sodass Deutschland schließlich ein Leben ohne Überwachung gestattet werden könnte. Das ist witzig, ne? Wir hatten ja vor kurzem diese NSA-Skandale ohne Überwachung und so. Naja. Diese Re-Education-Programmatik, sagte ich vorher schon, basiert auch auf den Erkenntnissen dieser Frankfurter Schule. Was ist die Frankfurter Schule unter Adorno, Horkheimer, Marcuse? Eigentlich eine neomarxistische politische Philosophie, Ideologie, die eigentlich als Ziel hatte, die christliche Basierung unserer abendländischen Kulturgesellschaften sozusagen zu verändern oder auszulöschen. Und einer dieser Wissenschaftler aus den Gebieten der Medizin, Psychologie und Soziologie, die an diesem Programm der Re-Education mitgearbeitet haben, war auch der Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung. Eigentlich ein guter Typ. Also wenn man sich ein bisschen mit Psychoanalyse beschäftigt, der hat Bahnbrechendes dort auch geleistet und hat sich das sehr verdient gemacht. Aber der hat auch mitgearbeitet an dieser Re-Education. Und das lese ich wieder im Wortlaut, weil da möchte ich auch das nicht, dass das falsch verstanden wird. Dieser C.G. Jung hat gesagt, beziehungsweise geschrieben, im Rahmen dieser Re-Education-Programmatik, die Deutschen sind kollektiv schuldig. Der Grund ist eine allgemeine psychische Minderwertigkeit des deutschen Menschen. Die einzig wirksame Therapie ist es, dass die Deutschen dazu gebracht werden müssen, ihre Schuld anzuerkennen. Ja, dass sie sich selbst öffentlich immer und immer wieder zu dieser ihrer Schuld bekennen. Jetzt sind wir natürlich schon sehr stark im, ja, sagen wir mal, auch philosophischen und im psychopathologischen. Ohne jetzt allzu weit auf diese Re-Education, das ist schon 70 Jahre her, einzugehen. Aber, meine Damen und Herren, das wirkt heute noch nach. Das ist das, was unseren Schuldkult letztlich begründet hat, diese Sichtweise. Und diese Re-Education-Programmatik hat ja auch ganz klare Vorgaben gegeben. Wer darf ein Verlagshaus aufmachen? Wer darf Newspaper, also Zeitungen, rausgeben? Augstein musste das unterschreiben. Diese Re-Education-Regeln. Und in diesen Re-Education-Regeln steht eben drin, dass man Personen des öffentlichen Lebens gewinnen muss, die diese Schuldanerkenntnis stellvertretend für die Gesamtgesellschaft immer wieder bekennen. Und wenn Sie heute eine Talkshow anschauen, egal heute, 70 Jahre später, da ist immer irgendein Wirrlenbrumpf dabei, der diese Schuld, naja, zumindest zur Sprache bringt. Und das hat das damit zu tun, meine Damen und Herren. Wir hatten dann, wir reden ja über die Dekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft. Und wir hatten dann, nach dieser Re-Education-Phase, hatten wir dann die wieder zurückkommenden Frankfurter Schule-Professoren, die dann von der Ostküste so 1950, 52 wieder zurückgekommen sind. Und Habermas war dann einer der Protagonisten, Sie kennen den alle, oder auch die Frankfurter Schule, was die so fordern. Sie fordern einfach, sie beschreiben die Bedingungen, unter denen ein politischer Diskurs stattfindet. So quasi, wir bestimmen genau, worüber geredet werden darf. Redest du über was anderes, über das, was wir für statthaft halten, dann schließen wir dich aus dem politischen Diskurs auf. Und das Ganze haben die immer wunderbar dargestellt. Und zwar im Sinne, so wie wir es heute auch in den Medien überall haben, immer durch die Inversion der Aussage, die Umkehrung der Aussage. Habermas spricht vom herrschaftsfreien Diskurs. Herrschaftsfreier Diskurs. Aber gemeint hat er, diskursfreie Herrschaft, meine Damen und Herren. Diese Umwidmung der Begrifflichkeit haben wir heute permanent. Die sind zurückzuführen auf diese Ideologisierung der einzelnen Protagonisten, beispielsweise in den Medien. Wir Konservative, wir sind Rechtsextreme. Das ist eine Umkehrung dessen, was man ist. Linksextreme
sind aber nicht Linksextreme, das sind Aktivisten und Autonome. Linker Terror, meine Damen und Herren, ist nicht linker Terror. Linker Terror ist Kampf gegen Rechts. Merken Sie was? Ich kann Ihnen da 100 Beispiele nennen. Recht ist Unrecht und aus Unrecht wird Recht, verstehen Sie? So funktioniert die Forderungen der Frankfurter Schule. Wir haben dann eine Phase nach der Frankfurter Schule, die Neuetablierung der Frankfurter Schule, haben wir dann so die Phase, die 1960, Vergangenheitsbewältigung. Da hat sich dann die Westbindung etabliert. Westbindung, warum Westbindung? Naja, ab 1960 wurden eben die Auseinandersetzungen eben mit dem Kommunismus, mit Sowjetunion stark. Also musste man dann irgendwie dann doch wieder so ein bisschen die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik wieder sozusagen in ein Bündnis hineinbringen, weil da ist Deutschland eben als potenzieller Kampfplatz einer solchen Ost-West-Auseinandersetzung natürlich entscheidend. Diese Vergangenheitsbewältigungsphase, da bekamen wir auch die ersten türkischen Gastarbeiter, die ja dann anschließend nach Frau Groths Aussage Deutschland wieder aufgebaut haben. 1961, da war Deutschland schon Exportvizemeister, also da war nichts mehr mit großer Aufbauleistung. Nein, die ersten türkischen Gastarbeiter kamen hierher, weil natürlich in der Türkei Flugzeugbasen benötigt wurden, um eben beispielsweise eben diese Ost-West-Auseinandersetzung dann mit militärischer Präsenz sozusagen zu unterlegen. Wir hatten aber auch in dieser Vergangenheitsbewältigung ab 1960 so eine stärkere Ausrichtung der deutschen Gesellschaft im Hinblick auf den amerikanischen Way of Life über Entertainment, über Produkte, über Fernsehproduktionen etc. 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 Dadurch sind natürlich auch einhergehend Auflösungen traditioneller deutscher Bräuche, Traditionen, Sitten und so weiter. Sie erinnern sich, seit 1960, 70 ungefähr, haben wir solche Geschichten wie Halloween. Das war kein deutscher Brauch. Heute würde das kein Mensch mehr checken, dass das eigentlich kein deutscher Brauch ist. Oder Valentinstag oder solche Sachen, was ich seit 25 Jahren unterlasse, meiner Frau da Blumen zu schenken. Wir hatten dann, jetzt wollen wir diese Phase überwinden, 1968, jetzt kommt meine Lieblingszielgruppe. Marxistische Kulturrevolution, Apologeten der Frankfurter Schule, Verächtlichmachung aller überkommenen Werte. Und dann etwas sehr Interessantes, weil damals waren die 68er, die Neomarxisten, ja noch intelligent. Heute sind sie ja hohle Fritten, die Linken. Damals waren sie intelligent. Sie haben festgestellt, eine deutsche Gesellschaft, wenn ich die revolutionär verändern will, schaffe ich es nicht. Weil ein Deutscher, der deutsche Bürger, ist nicht für Revolutionen tauglich, hat Lenin auch schon gesagt, kennen Sie alle den Spruch mit der Bahnsteigkarte und so weiter. Und dann haben die gesagt, clever wie die damals noch waren, wir müssen sozusagen an die Spitze des Staates kommen. Die Schaltstellen unserer Gesellschaft, unserer Exekutive, Legislative erreichen, Marsch durch die Institutionen, um die Gesellschaft so zu verändern und von oben nach unten die Veränderung zu betreiben, weil die neomarxistische Revolution von unten nach oben nicht funktioniert in Deutschland. Das ist schon gescheit, meine Damen und Herren, finde ich. Und sie haben es ja auch geschafft. Sie haben nicht die neomarxistische Gesellschaft geschafft, aber sie haben in diesem Prozess des Marsch durch die Institutionen, des Erreichens der Schaltstellen, der politischen Macht und der medialen Macht, des metapolitischen Raums, haben sie geschafft. Und sie haben in diesem Zusammenhang alles das, was eine bürgerliche Gesellschaft an Wertestrukturen und Wertefundamenten hat, geschliffen, zerstört, ohne etwas an diese Stelle zu setzen. Das haben sie geschafft. Sie sind Hochschulprofessoren geworden und haben ihre Katheder
zum Agitationszentrum ihrer linksideologischen Idee missbraucht. Sie haben die Lehrer ausgebildet, die anschließend mit dieser Ideologisierung an die Schulen gehen und die Kinder sozusagen in diesem ideologischen Sinne erziehen. Meine Tochter ist 22, studiert Geschichtsunterricht, Unterstufe Gymnasium, Machtergreifung 33, Zusammenbruch 45. Geschichte, Mittelstufe, Machtergreifung 33, Zusammenbruch 45. Oberstufe, Machtergreifung 33, stimmt nicht, Zusammenbruch 45. Dass Deutschland ein weit, weit, weit breiteres kulturelles Erbe repräsentiert als nur diese 12 Jahre. Das wurde nur sehr bedingt innerhalb der schulischen Ausbildung beispielsweise an meine Tochter herangetragen. Das Vergnügen hatte sie dann immer beim mittaglichen Essen, dass ich das ihr vermittelt habe. Sie sind die 68er Pfarrer geworden und machen die Kirchenkanzeln zum Marktplatz ihrer politischen Indoktrination. Was ist denn heute die evangelische Kirche anderes als eine politische Vorfeldorganisation der Linken, der Grünen und der Roten? Die Verkündung der frohen Botschaft spielt doch überhaupt keine Rolle mehr. Und meine Damen und Herren, das ist etwas, was mich sehr bedrückt und belastet. Die katholische Kirche bemüht sich extrem um diesen Vorsprung der Protestanten innerhalb kürzester Zeit aufzuholen. Sie sind auch Richter geworden. Seither haben wir das Phänomen, dass wir sehr häufig Täter zu Opfer gemacht bekommen und Opfer zu Tätern werden. Das heißt, das, was im Grunde Rechtspflege und Strafjustiz ist, versteht man manchmal schon gar nicht mehr, wie man überhaupt so urteilen kann. Sie sind Journalisten, Filmemacher geworden, die sozusagen alles das, was sie beruflich ausüben, nur unter dem Aspekt und der Spiegelung ihrer Ideologie und ihrer ideologischen Einstellung machen. Das heißt, die 68er sind eigentlich politisch gescheitert. Es gab keine kommunistische Diktatur in Deutschland, aber sie waren in ihrem gesellschaftlichen Zerstörungsprozess extrem erfolgreich. Sie haben den Familienbegriff total in Misskredit gebracht. Demografie, also solche Begrifflichkeiten wie Leistung, Fleiß, Vaterlandsliebe wurden im Grunde zu Kabarettnummern gemacht, vielleicht sogar, wie einmal Herr Lafontaine sagte, zu Sekundärtugenden, mit der man auch ein KZ leiten könnte. Hat er wirklich gesagt? Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich irgendwann irgendjemand nochmal dran. Das heißt, im Grunde sind die 68er und ihre Epigonen, die sich für Modernisierer halten und die immer noch glauben und die Deutungshoheit auf vielen Feldern haben, verantwortlich im Grunde für einen Epochenbruch in unserer Gesellschaft, nämlich in Richtung Egozentrik, in Richtung Mittelmaß, in Richtung Faulheit, in Richtung Ignoranz, in Richtung Intoleranz und in Richtung Spießertum. Das sind Ergebnisse dieser 68er Bewegung. Mag natürlich sein, dass das jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal, ideologisch begründet ist, was ich sage, aber ich empfinde das so, meine Damen und Herren, und das sind die wesentlichen und mit die wesentlichen Zerstörungsursachen unserer Gesellschaft. Wir haben dann als fünfte Bewegung, die abgeleitet wurde, wieder aus diesen ursprünglichen Linksideologen, nämlich die grün-ökologisch-alternative Bewegung, die 1980. Das waren so die ursprünglichen 68er, die aber nicht ganz so rabiat neomarxistisch orientiert vorgehen wollten. Sie haben im Grunde immer noch das Gleiche gemacht, Verächtlichmachung der alten überkommenen Werte,
aber im Grunde mit einer unerträglichen Heuchelei. Also wenn ich grüne Politiker höre, da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil ich erkenne in jedem Satz, was die sagen, im Grunde totale Heuchelei, im Grunde auch eine Technikfeindlichkeit. Aber das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Beispiel, Technikfeindlichkeit. Man fährt aber, weil die Grünen, auch eine meiner Lieblingszielgruppen, die eine Hälfte arbeitet beim Staat und die andere Hälfte der Grünen lebt vom Staat. Und die dort arbeiten beim Staat, das sind ja manchmal dann auch etwas die höheren Beamtenschaften, die fahren dann in SUV, Sie kennen das, 14 Liter Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer und ihr einziges Kind, wenn sie überhaupt ein Kind haben, fahren sie dann mit dem SUV 2,5 Kilometer zum Kindergarten, holen es dann auch wieder ab mit dem SUV, treffen sich am Nachmittag mit der besten Freundin und unterhalten sich über, ach, was sie für heute wieder für eine wahnsinnig schlechte Ökobilanz bzw. CO2-Bilanz produziert haben. Sie kennen das alles, diese tantenhafte Ermahnungssprache, die die immer haben, die die Menschen zu besseren Menschen machen will, zu guteren Menschen, aber immer mit dem Geld anderer Leute natürlich. So, das ist so, das ist auch die Tendenz innerhalb unseres politischen Raums. Es wird das Politische, das Hochpolitische, das Wichtige wird total marginalisiert und das Marginale wird hochdramatisch hochgejatzt, verstehen Sie? Mit Mitteln nicht der Rationalität, sondern mit Mitteln des Moralisierens. Es wird alles hypermoralisiert, nicht nach rationalen Gesichtspunkten. Und diese Moralisierung hat schon Oswald Spengler in seinem Werk Untergang des Abendlandes 1923 gesagt, eine Politik, die sozusagen nur noch begründet wird über Moralisierung, ist ein Indiz einer ermüdeten, erschlafften und eigentlich zur Aufgabe bereiteten Gesellschaft. Haben wir momentan. Wir haben dann anschließend nach dieser grün-ökologischen alternativen Bewegung die multikulturelle Bekehrung. So ab 1990. Multikulti ist bunt. Eine deutsche Gesellschaft überkommener Tradition ist trist. Mehr Multikulti ist noch bunter. Und damit auch die Zuwanderung. Nein, meine Damen und Herren, Multikulti ist nicht bunt. Multikulti ist Burka schwarz. In unserem System. Wir haben einen Milton Friedman, einen Nationalökonom und gleichzeitig Nobelpreisträger. Er sagt, eine Gesellschaft kann ein Sozialsystem haben. Punkt. Eine Gesellschaft kann offene Grenzen haben. Punkt. Aber was nicht geht, ist, dass eine Gesellschaft ein Sozialsystem hat und offene Grenzen, weil der Staat sofort finanziell total überlastet sein wird, um dieses Sozialsystem weiter zu finanzieren. Man fragt sich, soll denn das jetzige Sozialsystem durch diese durch diese massenhafte Anzahl von multikultureller Bereicherung vernichtet werden, weil die finanzielle Stabilität des Sozialsystems ohnehin schon in Frage steht. Sucht man denn dann Schuldige, die möglicherweise dafür verantwortlich gemacht werden können, warum das Sozialsystem zerstört wird? Wie kann es denn sein, dass eine Frau Bundeskanzler Merkel im Sinne einer feudalistischen Ermächtigung kaiserliches Edikt sozusagen herausgibt im September letzten Jahres, Grenzen auf, alles sind Syrer. Wie kann das sein? Ohne Legitimation, ohne parlamentarische Debatte, ohne dass sich vielleicht 20, 30, 40 Abgeordnete zusammengetan hätten und gesagt haben, wir erwarten und wir fordern eine parlamentarische Debatte hierüber. Nein, alle sind sich sozusagen einig. Warum sind sich denn alle einig, meine Damen und Herren? Weil diese etablierten Parteien
nichts anderes mehr sind als eine organisierte Beutegemeinschaft zur Ausbeutung der werteschaffenden Milieus. Und wir als Alternative für Deutschland, sozusagen die einzige antithetische politische Kraft sind, die es brutalstmöglich zu bekämpfen gilt von diesen politischen Beutegemeinschaften, meine Damen und Herren. Und diese politischen Beutegemeinschaften haben sich Unterworfene herbeigezogen. After-Organisationen wie die Kirchen, wie die Gewerkschaften, die NGOs, Unternehmen der Sozialhilfeindustrie, die unisono mit den Medien zusammen die Richtigkeit dieser Politik immer und immer wieder dem Volk ins Hirn hineinhämmern wollen. Und jeder erkennt, es funktioniert so nicht, meine Damen und Herren. Und unsere Arbeit ist es, die Menschen aufzuwecken und bei dem Wahltag dann letztlich mit dafür zu sorgen, dass die Quittungen dann einfach ausgestellt werden für diese Art von Politik. Wir haben dann das Gender Mainstreaming noch, so ab 2000, das passt alles auch da in dieses ganze Dekonstruieren der bürgerlichen Gesellschaft, meine Damen und Herren, nämlich Gender Mainstreaming, ursprünglich eine gute Idee, Gleichberechtigung von Frauen, können wir doch alle unterschreiben. Aber aus diesem Gleichberechtigungsansatz wird in dieser Gender-Mainstreaming-Ideologie Gleichstellung, meine Damen und Herren. Und das bedeutet Schaffung neuer Benachteiligungen. Denn Frauen müssen bestimmte Quoten dann erreichen innerhalb bestimmter Funktionen. Das ist das Gegenteil von Gleichberechtigung, meine Damen und Herren, weil es neue Benachteiligungen schafft. Und jetzt möchte ich sozusagen die intellektuelle Subsumption machen aus diesen einzelnen Epochen. Man könnte noch bei Gender Mainstreaming, Frühsexualisierung, Baden-Württemberg, Bildungsplan, dass da Sexualbeauftragte in die Kindergärten gehen, Köfferchen dabei, Plüschvaginas, Plüschpenisse und dann kriegen vierjährige Kinder vermittelt, was Analsex ist und so weiter, müssen die ja wissen mit 4 Jahren. Dann haben sie dann bestimmte Räume, wo sie ihre Körper erkunden können. Selbstverständlich, Kinder machen Doktorspiele, aber doch nicht unter Anleitung von Erwachsenen. Warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Ich halte sowas für pathologisch, aber man macht es und da gibt es einen Hinweis. Sigmund Freud sagt, wenn du die Schamschwelle eines Kleinkindes reduzierst, dass es sich nicht mehr schämt, dann verliert dieses Kind die Erziehungsfähigkeit. Wenn ich also sozusagen diese frühe Agitation mit Sexuellem schon bei Kleinkindern starte, dann habe ich als Eltern sozusagen potenziellerweise Erziehungsmöglichkeiten dieser Kinder reduziert. Das passt natürlich in diese Dekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft. Und ich will jetzt dieses intellektuelle Subsumption machen. Zerstörung der nationalen Identität. Als erstes durch die EU, durch die neomarxistische Bewegung der Frankfurter Schule. Zweitens Zerstörung der Generationenkontinuität, Generationenidentität. Die 68er haben im Grunde meines Dafürhalts ein Menschheitsverbrechen begangen, indem sie nämlich unisono kollektiv die Vätergeneration zu kollektiv Schuldigen gemacht haben und die Sohn- und die Kindergeneration gegen ihre Elterngeneration aufgebracht haben. Die Eltern waren Schuldige an Menschheitsverbrechen und die Söhne wollten infolgedessen mit ihrer Vätergeneration nichts mehr zu tun haben. Das heißt, ich bringe Väter gegen Söhne, Söhne gegen Väter auf. Das Prinzip Goethes, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbe es, um es zu besitzen, spielt dir keine Rolle mehr. Das, was sozusagen die Kontinuität der Generationenabfolge angeht, dass ich Werte von früher
in die Zukunft transportiere über die Generationen, findet so nicht mehr statt. Die grün-ökologisch-alternativ-feministische Bewegung hat einen Gegensatz konstruiert zwischen Männern und Frauen. Sie hat sie in einen Konflikt gebracht, sodass am Schluss durch diese Zerstörung der Geschlechteridentitäten, dass am Schluss möglicherweise der Vereinzelte, der sich nicht in eine Gesellschaft einfügende, keine Beziehung zu seinem Umfeld habende Einzelmensch entsteht, kinderlos oder nur mit wenigen Kindern, geprägt durch Hedonismus, geprägt durch Narzissmus, schafft man vielleicht so den neuen Weltbürger, der keine nationale Identität hat, keine Berührung mit seiner vergangenen Generation, seiner Väter- und Elterngeneration und im Grunde in einem Dissens, in einem Konflikt mit Frauen, mit dem anderen Geschlecht, obwohl die doch eigentlich bestens zusammen operieren, Männer und Frauen, ist das eine Strategie, um sozusagen den Weltbürger zu entwickeln. Und ganz obendrauf jetzt eben eine Überfremdungsstrategie. Zuwanderung, völlig andere Herkunftskultur, was zum letzten Auslöschen sozusagen dieser ursprünglichen Identitäten dann auch führt. Wer weiß es. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir mit dem ersten Teil soweit dann fast am Schluss wären. Vielleicht noch ein oder zwei Gedanken. Schwarz, Rot, Gold. Das sind die Farben unseres Landes. Und ich sage Ihnen, Schwarz, Rot, Grün. Das sind die Farben, die es zerstören werden. Und wir müssen identifizieren, dass diese linken Ideologen unsere Feinde sind, die wir auf allen Ebenen der politischen Felder bekämpfen müssen und immer wieder die Konsequenzen dieser linken Politik begreiflich machen müssen. Wir sind im Grunde so etwas wie politische Krieger, meine Damen und Herren, denn alles das, was ich gerade geschildert habe, geht im Grunde zulasten der werteschaffenden Milieus. Und wenn ich immer von werteschaffenden Milieus spreche, dann meine ich mitnichten nur Menschen, die am Ende des Monats ihren Gehaltscheck bekommen oder ihre Gehaltsüberweisung bekommen, sondern unter werdende schaffende Milieus subsumiere ich genauso alleinerziehende Frauen, alleinerziehende Männer, Rentner, die sich einbringen weiterhin in die Gesellschaft mit ihren Erfahrungen und mit ihren Kenntnissen. Und jetzt war das ein bisschen viel möglicherweise. Ich will ein bisschen versöhnlich enden. Wie viel haben wir jetzt? 8:30. Das heißt, wir haben jetzt 1,5 Stunden schon gemacht. Machen wir jetzt eine Pause. Ich will versöhnlich enden mit diesem ersten Teil. Nämlich mein schwäbischer Landsmann, Hölderlin, Friedrich Hölderlin, hat einen Roman geschrieben, der heißt Hyperion. Und da ist ein schönes Zitat drin in Hyperion. Und da steht drin, oder das Zitat heißt, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, meine Damen und Herren. Und das Rettende, das sind in meinen Augen die zwei Werte, Pole, Freiheitlichkeit, Freiheit und Patriotismus. Und genau diese beiden, Freiheit und Patriotismus, diese beiden werden Pole, das ist die Essenz der Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Dankeschön. Applaus